Valar Morghulis, Sirs, Lords and my Ladies. Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Episode von An Ox and an Egg. Wir sind hier auf dem Arbor. Auf dem Arbor gibt es aber sehr wenig zu tun. Wir haben hier noch einen weiteren Hayat Muscle Auftrag für Lord Sir Eren Sawyer. Okay, ja, gut, werden wir machen. Dann werden wir uns vermutlich wieder irgendwohin anders einschiffen. Aber was wir jetzt mal machen können, wir gucken mal in der Taverne nach. Gibt's denn hier noch jemanden zum Rekrutieren? Oh, wer ist das denn? David Groswell. Wieder ein Gelehrter. Sehr viele gelehrte Leute laufen hier rum. Und in Intrigue ist der Ex. Sehr gut. Ein Hexer und ein Riese, also von gigantischem Körperwuchs. Okay. Allison. Homely. Also sieht nicht sonderlich schön aus. Hätte man auch irgendwie vom Charaktermodell so machen können. Die ist... Oh, die ist ganz gut so von den Trades her. Die Diplomatie ist so ganz gut. Wer ist der letzte hier? Linden. Sehr gute Verwalter, aber so einen haben wir schon. Ne, die sind Prowess sehr gut. Wir haben eigentlich... auch nicht so eine, ja, okay, was die Opinion, also was die Meinung angeht, minus 4, das ist noch so neutral, würde ich sagen. Wisst ihr was? Um mal hier auch ein bisschen die weibliche Note im Camp zu erhöhen, nehmen wir mal hier die Allison mit. Wie viel will die denn haben? 105, okay. Also, so, ich glaube, unter 100 nehmen die sowieso nicht. Oder warte mal. Wir gehen nochmal kurz weg und wir gehen mal ins Schloss, also in die Burg und in die Garnison. Da gibt es ja auch manchmal Leute zum Anheuern. Hier, okay, Bennis ist schon mal überhaupt nicht gut. Der andere, Tancred. Exzellente Kriegsführung. Können wir aber weniger leiden. Nee, okay. Taverne bitte. Sind das jetzt immer noch dieselben? Ja, okay. Dann nehmen wir jetzt die Allison. Gehen wir in unser Camp und dann hören wir uns noch eine Geschichte an. Okay, das scheint mir wieder so eine Then he netted clay was covered with skin filled with blood and tore named him Bazi. Könnte das irgendwie, ist das die Geschichte vom Golem aus der jüdisch-tschechischen Mythologie? Klingt ein bisschen so, aber da kenne ich mich jetzt wirklich nicht aus. Also der Name Bazi sagt mir überhaupt nichts. Ja, das war eine schöne Geschichte. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Also wir könnten hier ja für Prestige ein paar Aufträge spawnen lassen, aber wir haben ja hier noch einen. Wir haben ja noch einen hier und den werden wir jetzt annehmen. So. Ich würde sagen, dann machen wir wieder das Ausgeglichene. Das ist wieder dasselbe, ne? Ja, genau. Das ist wieder dasselbe. Wie letztes Mal. Die Allison, wo ist die denn gut drin? Okay,
Ja, sie ist einigermaßen gut bei Muscle. Oh, bei Bodyguard ist sie. Okay. Müssen wir jetzt nochmal gucken. Bradwell und Lucas, die sind nach wie vor halt die Nummer 1 in allen Sachen. Wir bräuchten hier mal für diese Sachen, bräuchten wir auch mal so einen, der speziell dafür am besten ist. Das ist es halt. Lookout. Ja, okay, da bräuchten wir Intrige und Marshall. Oder Marshall. Okay, bei Bodyguard nehmen wir dann jetzt mal Allison. Okay, hier Wyman. Ja, und hier wieder Aegon. Ist wieder dieselbe Zusammensetzung größtenteils. 23 Tage, okay, das ist gut. Und dann hier Lucas und Bradwell. Kommen auf 100%. Alles klar. Dann nehmen wir das mal in Angriff. Ich nehme die Folge jetzt am Stück auf. Also ich habe jetzt die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, noch nicht veröffentlicht, wenn ich die hier aufnehme. Ich habe mal oberflächlich nachgeforscht. Man scheint nicht zu wissen, wer Aegon den Fünften zum Ritter geschlagen hat. Also ob Duncan das gewesen ist. Konnte ich jetzt im Wiki und kurz bei Google nicht herausfinden, ob man das irgendwie weiß. Was ist das? The Beating. Okay. Aegon scheint irgendwie sich geprügelt zu haben. Er sieht sehr, sehr zusammengeschlagen aus. Und er weigert sich auch den Namen zu nennen, wer ihm das angetan hat. Es scheint so zu sein, dass sogar das Flackern eines Schattens ihn zusammenfahren lässt. Er scheint absolut verstört zu sein und schaut sich immer über die Schulter um, ist immer auf wachsam. Okay, dann wird er paranoid. Oder wir könnten sagen, meide Menschen. Dann wird er nicht mehr paranoid, sondern nur schüchtern. Aber wir bekommen ziemlich Stress. Boah, was ist denn da die beste Herangehensweise? Ich glaube, da sehe ich jetzt nicht den... den klarsten Weg, wie Duncan da agieren würde. Und das heißt, ich werde das mal auswürfeln, was wir da jetzt machen. Was habe ich hier? Ich habe einen 8-seitigen. Nee, was ist das? Ein 10-seitiger, ne? Ja, 10-seitiger. Heißt, 1 bis 5 ist das obere, dann bleibt er paranoid. Alles darüber wird er schüchtern. Und wir bekommen Stress. Eine 0, was in dem Fall eine 10 ist und das untere. Okay. Wo war ich denn dran? Ach so, ja, man weiß anscheinend nicht, wer Egg zum Ritter geschlagen hat, ob das Duncan war oder irgendjemand anders. Und deshalb, ja, könnt mir mal eure Meinung sagen, ob Duncan das machen würde. Was ist das? Convival Following. Okay, Wyman und Allison scheinen sich gut zu verstehen. Und wir können einen weiteren Perk freischalten. Das ist sehr schön. Machen wir hier Storyteller. Legend Spread Chance plus 25%. Wir können wandern gehen. Spazieren gehen oder sowas. Und davon kriegen wir Fame. Okay. Mal schauen, ob wir das machen würden. Werden.
Okay, wir haben schon genug Vorteile und wir sind bei 86%. Ja, komm. Das wird schon schief gehen. Jawohl. Wir bekommen nochmal 41 Gold und nochmal Proviant. Und dann wieder zurück. Über den Arbor. Rare Trinkets. Okay, wir könnten hier von einem seefahrenden Händler ein reich verziertes Exemplar des siebenzackigen Sterns kaufen, aber nur 20. Nee. Ich glaube, so religiös ist Duncan jetzt auch nicht, dass er da extra für so ein Schmuckstück jetzt Geld ausgeben würde. So. Und dann, ich würde mal sagen, haben wir auch hier alles ausgereizt, wenn es hier keine weiteren Aufträge mehr gibt. Und, die Seuche scheint auch weg zu sein. Jedenfalls ist hier auf der Karte nichts mehr zu sehen. Ja gut, dann würde ich sagen, ziehen wir erneut weiter. Und zwar hier zur Mündung des Manda, zu den Florenz, ins Gebiet der Florenz. Und dann ziehen wir am Fluss entlang nach Highgarden. Wie hört sich das an? Ich finde, das hört sich ziemlich gut an. Kostet 400 Proviant. Können wir verschmerzen. Und vorwärts. Da sind wir. Wir sind bei Whitewater Watch. Bei Sir Gerold Whitewater. Hier ist, das wäre die Burg der Florenz. Ich lasse jetzt mal kurz die Zeit laufen. Vielleicht spawnen neue. Ach so. Ernsthaft? Also wirklich ernsthaft? Jetzt ist ein Vertrag direkt für Lord Redwine, der auch noch direkt in unser Dings fallen würde. Protect the Innocent. Wollt ihr mich verarschen? Also das ist doch jetzt doof. Warum erscheint denn jetzt, wo ich das Land da verlassen habe, warum erscheinen da denn jetzt Aufträge? Ich habe halt immer noch nicht genau verstanden, woran es liegt, dass da Aufträge spawnen. Oder wann die, wann die erneuert werden. Das ist mir immer noch irgendwie, erscheint mir irgendwie random. Beziehungsweise jetzt ist es einfach, wenn wir das Gebiet verlassen, spawnen da welche. Das ist doch bescheuert. Also nee, ich werde da jetzt nicht nochmal zurückfahren, um jetzt den Auftrag zu machen. Das ist jetzt Pech. Tja. Vielleicht halt wirklich, wenn wir das Gebiet verlassen. Ich werde jetzt mal einfach ein bisschen weiter. Ich fahre jetzt hier mal nach Greywater Watch. Zu den Dings. Zu den Florenz. Da reisen wir jetzt hin. Oh, das hat uns sogar Lifestyle-Punkte bekommen. Gegeben. Okay, die sind jetzt weg. Die Dings sind jetzt weg. Da, okay. Es hat wohl wirklich was mit dem Reisen zu tun. Auf den Shield Islands ist jetzt so ein Hired Muscle mal wieder. Für Lord Wilbert Serry. Okay. Ja. Und das werden wir doch jetzt mal in Angriff nehmen. Alles klar. Wir brauchen vermutlich wieder Captains. Jo. Dann machen wir das mal. So, das ist wieder dasselbe wie sonst auch. Gehen wir auch wieder auf dieselbe Art und Weise ran. Lookout wird Aegon. Footpad. Ist vermutlich Wyman wieder der Beste. Genau, und Bodyguard wird Allison.
Gut, wird Wyman. Oh, lass ja schon laufen, mein Gott. Muscles Lucas, oder? Ach so, ist ja beides dasselbe, ja. Oder mal gucken. Bradwell wäre jetzt noch frei. Wir kommen so auf 75%, wenn wir den Muscle-Punkt freilassen, weglassen. Wie wäre Lucas hier bei Footpad? Was die Phasen nochmal verkürzen würde. Bradwell meine ich. Der wäre besser, okay. Dann mache ich es mal so. Dann sind die Phasen nochmal ein bisschen länger und dann kommen wir halt nur auf 75, aber das wird schon hinhauen. Okay, hier ist für Lord Florent ein Intrigenauftrag. Tja, Intrige ist halt nicht unsers. Das machen wir nicht. Mann! Also das bei den Red Ones hat mich jetzt echt geärgert, dass die da jetzt erst erschienen sind, als wir weg waren. Ich habe halt das Konzept noch nicht so ganz verstanden, wann die sich, wann die sich erneuern. Okay, diese Hooks sind temporär. Diese Druckmittel, die wir durch das Erschließen von den Verträgen machen, die sind temporär. Ja, okay, macht. Sonst würden wir ja tausende von Druckmitteln irgendwann haben. Macht schon Sinn und ja, stört mich jetzt eigentlich auch nicht weiter. Okay, da sind wir. Okay, wir sind bei 71. Ja, okay, die paar Tage, die lasse ich jetzt noch laufen. So. 75%. Komm schon. Failure! Ach, komm! Oh. Duncan. Rivals End. Was? Mein Karawanenmeister Bradwell geht zu dem schlafenden Torren hin und ersticht ihn? Leute, was ist das denn? Oh nein, und dann, also... Das können wir halt nicht durchgehen lassen. Bradwell wird sofort eingesperrt. Also, dann verlieren wir zwei Leute. Auch noch Bradwell, der so gut war. Oh, das ist jetzt aber... Das ist ein ordentlicher Rückschlag. Und Thornwald auch eigentlich gut zu gebrauchen. Verdammt. Scheiße. Ja, wir brauchen einen neuen Karawanenmaster. Bradwell the Evil. Ja, passt gut. Es gibt zwei, die gut in Bradwells Stiefel, Schuhe von des Karawanenmasters passen würden. Das wären Aegon und Victor. Da muss ich mal gerade gucken. Ja, Aegon sogar besser. Der wäre hier so, wird hier als exzellent dargestellt. Und der ist natürlich unser bester Freund. Ach, hätten wir auch hier gucken können. Nee. Das wird dann Aegon. Der wird jetzt unser Karawanenmeister. Boah, ist das. Das tut gerade unserer Sache sehr weh.
Und jetzt streiten sich auch noch hier Wyman und Victor. Mein Gott. Komm schon, nach allem, was jetzt gerade passiert ist, da müssen wir uns doch jetzt auch noch hier nicht so streiten. Kommt schon, Leute. 68%, dass wir es schaffen, den Streit beizulegen. Komm schon. Ja. Und wir einen Quartiermeister brauchen wir jetzt auch. Okay, Victor, einigermaßen. So. Sean Shield machen wir auch mal. Hier dieser Bennis. Wir können noch einen zweiten. Nehmen wir hier Martin. Okay. Ja, wir haben nur 100. Wir können uns auch jetzt eigentlich niemanden leisten. Ups. Eigentlich können wir uns auch jetzt auch niemanden leisten, der das hier ein bisschen ersetzt. Oh, das war wirklich kein gutes Ereignis. Das hat uns zwei sehr gute Leute gekostet und wir können sie auch jetzt gerade nicht ersetzen von unserem Budget her. Und es gibt keine Aufträge hier in der Gegend. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr schön. Gut, dann, aber damit beenden wir dann diese Folge. Das war jetzt, unerwartet, aber auch spannend. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Haltet die Ohren steif. Bis dann.